Die D-Mark in Gold klingt nach nostalgischem Orden oder Wirtschaftswunder-Gedächtnismünze, ist aber kein Witz, der neueste Clou der AfD. Die Anti-Euro-Partei verkauft die Goldmark, um den Rubel rollen zu lassen. Oder anders formuliert, durch dieses goldige Nebengeschäft gibt's erst so richtig Kohle aus der Parteienfinanzierung. David Gebhardt zeigt, wie sich das rechnet. Zumindest hier gibt es sie noch, sogar vergoldet. Eine Mark für stolze 486 Euro. Was aussieht wie der Online-Auftritt eines Teleshopping-Senders, ist die Seite der Alternative für Deutschland, die nun auch die Alternative für Goldkauf ist. Viele unserer Mitglieder haben Zweifel daran, dass der Euro eine stabile Währung ist. Und sie sehen, dass die Euro-Krise noch überhaupt nicht überwunden ist. Das heißt, sie suchen schon auch nach einer Wertanlage, mit der sie sich krisenfest ausstaffieren können. Und für die Partei ist es natürlich eine willkommene Gelegenheit, Einnahmen zu erzielen. Einnahmen von 2 Millionen Euro bis Jahresende, so das Ziel. Und es sieht gut aus. Bisher rollt der Rubel. Goldgräberstimmung. Ja, Sie haben seit Mittwoch jetzt rund 225.000 Euro Umsatz gefahren. Da ist die Münze natürlich, die 1D-Mark-Münze, einer der Hauptaufhänger. Die junge Partei will Geld verdienen. Aufgrund der jüngsten Erfolge bei Landtagswahlen und der Europawahl steht der AfD laut Parteiengesetz zwar ein ordentlicher Batzen staatliche Gelder zu, doch diese Zuschüsse sind gedeckelt. Parteien können nur so viel Geld vom Staat bekommen, wie sie selber an Einnahmen generieren. Da der AfD sehr viel Geld zustehen würde durch die Wahlerfolge in den letzten Landtagswahlen, die Partei aber gleichzeitig noch sehr jung ist und eben nicht so viel Mitgliedsbeiträge generieren kann, würden der Partei sozusagen staatliche Gelder entgehen. Und deswegen muss sie versuchen, ihre eigenen Einnahmen zu erhöhen, um die staatlichen Einnahmen komplett abgreifen zu können. Auch andere Parteien erwirtschaften Online-Zusatzeinnahmen. So gibt es etwa den SPD-Toaster, das CDU-Waffeleisen oder die grüne Quietscheente. Die AfD aber setzt nun ganz neue Maßstäbe beim Sortiment. Sie können Glühbirnen bei uns kaufen oder Sie können auch Gold bei uns kaufen. Also die herkömmlichen alten Glühbirnen können Sie auch gerne bei uns erstehen. Erst Glühbirnen, jetzt also AfD-Barren und Münzen. Naja, wer wird schon jedes Wort auf die Goldwaage legen? Außerdem hat Gold bisher jede Krise überstanden, anders als so manche Partei.